Der Feuerwerker in seiner Schaltzentrale. Heute ist Premiere der Florian-Geyer-Festspiele und Matthias Keller muss den Kabelsalat beherrschen. Die Herausforderung ist im Endeffekt, dass wir aus kleinen Effekten was Großes erzeugen. Das heißt wiederum, dass so wenig wie möglich ein Risiko da sein soll für Darsteller, für das Publikum, aber alles spektakulär ausschauen soll. Ich habe da verschiedene Pläne. Wie hier, das sind noch meine Altbestandpläne. Und hier habe ich Belegungspläne, wo ich genau weiß, welches Kabel wohin geht. Und hier haben wir eine ganze Schaltzentrale. Da habe ich auch alle Kabel nochmal beschriftet, die ganzen Boxen sind beschriftet. Und dadurch weiß ich genau, wo welches Kabel hinkommt. So, dann zeige ich jetzt auch nochmal Bescheid, dass da auch nichts schief läuft. So, Achtung, Jan! Hier. Zündertest! Nicht, dass gerade jemand ans Kabel fasst. L6 und eine 7. Die 7, gut. Da fließt kein Strom. Müssen wir prüfen, warum die andere Treppe nicht geht. Dann schauen wir mal raus. Die andere Treppe geht nicht. Das wäre dann diese hier. Jetzt schauen wir mal, wo das Kabel hingeht. Es geht hier hin. Ja. Also, aber man sieht es, es ist schon ein wenig länger drinnen. Und dadurch, dass es in der Sonne war, ein wenig ausgebleicht ist, müssen wir also erneuern. Die Schwierigkeit, wie ihr seht, sind wir auf einer Freilichtbühne, die ziemlich eng begrenzt ist. Wir haben hier gleich die Zuschauer, hier die Darsteller und da die Effekte. Also ich sage, das ist für mich die größte Herausforderung von allen Sachen, die ich mache. Jetzt sind alle Zünder montiert. Okay. Achtung, 3, 2, 1. Das wird später die Turmexplosion. Also zünden wir fast bei jedem Wetter, auch bei Regen. Wir haben auch extra die Effekte so bearbeitet, dass auch bei Regen eigentlich wenig passieren kann. Problematisch wird es mit Gewitter. Ja, bei Großfeuerwerk haben wir Riesenprobleme. Da können wir nichts mehr zünden, weil es könnte dann irgendwelche Fehlströme geben durch den Boden und sonst was, wo dann ein Kabel leider Gottes auslösen könnte. Deswegen bei Gewitter ist Feierabend. Machen wir nicht überall rein. Die machen wir von oben dann. Jetzt können Matthias und seine Helfer die Mörser mit den Ladungen für die Turmexplosion installieren. Einer der Höhepunkte des Spiels. Er ist ausgebildeter Pyrotechniker, seit 2008 bei den Florian-Geyer-Spielen und gibt sich alle Mühe, die Wünsche von Regisseur Renier Barken umzusetzen. Habt ihr die Feuchtigkeit weggekriegt oder was? Ja, gestern haben wir noch einmal alles durchgeprüft und es hat jetzt noch mal funktioniert. Wir haben etwas länger gebraucht dafür, um den Fehler auch zu finden, aber müsste eigentlich jetzt alles funktionieren. Wir haben heute alles noch mal doppelt getestet, ohne Fehlerquote. Gut, ich bin beruhigt. Gestern Abend habe ich gedacht, ich springe im Dreieck. Ja? Alles sitzt hier und guckt auf jetzt Feuerwerk und dann war's puff, puff. Ja. Was sagt er zur Arbeit des Feuerwerkers? Also vor allen Dingen bewundere ich es, weil ich keine Ahnung davon habe und weil ich natürlich immer in der Lage bin zu sagen, ich möchte das haben und ich möchte das haben und versuche doch mal so und so sollte es aussehen und mich dann zurücklehnen kann und denke, ja, der wird jetzt schon irgendwie basteln. Zum Beispiel mit Schwarzpulver auf Mehl. Das braucht der Pyrotechniker für eine Brunnenexplosion, die er gleich in der Backstage-Tour zeigen möchte. Hauptberuflich führt der Unterfranke aus Bergtheim einen Getränkemarkt und ehrenamtlich ist er bei der Feuerwehr. Das Spiel mit dem Feuer war schon als Kind seine Leidenschaft. Das ist jetzt nochmal Sicherheit, weil, wie gesagt, da drin ist Schwarzpulver. Und damit das Käpselchen nicht wegfliegt und alles andere wegfliegt, mache ich jetzt hier komplett eine Sicherheit nochmal fest. Vorsichtig richtig stark befestigen, dass der ganze Effekt im Endeffekt nicht wegrutscht. Das hier ist ein Metallmörser. Und dieser Metallmörser ist eigentlich für Special Effects gedacht. Viel im Fernsehen wird es oft verwendet, um Benzinbombenexplosionen zu machen. Jetzt kommen die Teilnehmer der Backstage-Tour zu ihm. Das brennt so heiß wie Vulkangestein und ist Schellackfeuer, bengalisches Feuer. Nicht direkt reinschauen, sonst verblitzt man sich das Auge. Ich lege gleich was davor. Jetzt sieht man schon, wie es anfängt zu brennen. Richtig schön, hell, helle Flamme. Jetzt sieht man also wirklich, wie schön hell und grell das brennt. Und wenn man sich natürlich im Dunkeln vorstellt, wie dann
der Hintergrund beleuchtet wird, ist das eine schöne, tolle Sache. Eine Rauchfackel wird später auch bei der Turmexplosion zum Einsatz kommen. Der einzige Nachteil an dem Effekt ist, der verdrängt sehr schnell die Luft. Dann wird der Rauch schwarz sein. Nämlich da so gelbes Pulver. Sagt jeder, was ist denn das für Zeug, ne? Ja? Genau, Blütenstaub. Es ist Blütenstaub vom Bärlapp, der hier verpufft. Auch der ist Teil der Turmexplosion. Achtung! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Bühnenpyrotechnik, Großfeuerwerke und Spezialeffekte. Matthias beherrscht das alles. Ihr müsst jetzt mal auf den Brunnen schauen. Das Wasser soll gleich explodieren. Ihr seid bereit? Gut. Ich bin bereit, du kannst. Sehr schön. Ja. Im Theaterstück geht es um den Ritter Florian Geyern. Um 1500 lebte er in Giebelstadt und setzte sich bei den Bauernaufständen gegen Adel und Klerus für die unterdrückte Bevölkerung ein. Matthias Keller schaltet die erste Box scharf. Man ist immer aufgeregt vorher. Wenn man es nicht aufgeregt wäre, dann würde man wahrscheinlich was falsch machen. Natürlich geht es aber erst los, wenn man kurz bevorsteht. Aber wenn ich dann sehe, wie die Darsteller auf der Bühne sind und dann auch kurz bevor der Effekt gezündet wird, muss ich ja wirklich aufpassen, dass ich nicht zu früh, nicht zu spät drauf drücke. Wenn ich zu früh drauf drücke, ist der Darsteller noch mitten im Effekt. Wenn ich zu spät drauf drücke, kann der Effekt schon rum sein. Deswegen ist da eher vielleicht die Spannung am größten bei mir. Bei der bevorstehenden Türexplosion ist es besonders knapp. Ein Gewitter. Hoffentlich zieht es an Giebelstadt vorbei. Denn jetzt kommt die Turmexplosion. Wir gehen hoch. Matthias wagt es. Der erste Teil endet im Regen. Das war atemberaubend. Also wir waren total platt, erschreckt. Es war toll. Also der Rauch und alles, das war so echt. Man kann es gar nicht besser machen. Man hat wirklich geglaubt, die ganze Festung brennt. Hoffentlich lässt der Regen nach. Der erste Teil war bis jetzt zweimal auf Holz gut gelaufen. Weiter geht's. Eine Pistole. Vieles, was wir hier machen, sind Erfahrungswerte. Und gerade in dieser Branche sind Erfahrungswerte das Wichtigste, was man überhaupt haben kann. Man kann es nicht erlernen, man muss wirklich die Erfahrung machen. Und damit kommt auch ein bisschen mehr Sicherheit rein. Aber wie gesagt, keine Routine. Die Zündung funktioniert nicht. Und da ist der Wackler. Die Zeit drängt schon ganz schön. Durch die. Auch hier wieder eine kleine Fusselarbeit. Geschafft. Vielen Dank. Ich mach's gleich. Wird die Pistole wirklich funktionieren? Die letzte Szene. Ein Feuerwerk für Adel und Klerus, die Florian Geyer und die Bauern besiegt haben. Wir sind am Ende dieses Spiels. Um Hochmut, Macht's und Unrecht. Hinter den Kulissen brennen die bengalischen Feuer. Die Leute sind begeistert, das Allerwichtigste. Keiner hat irgendwas mitbekommen, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Ist ja auch alles Improvisation, wenn was schiefläuft. Und die Effekte, wie ich jetzt gerade eben mit Augenschein mitgesehen habe,
haben alle gepasst und somit bin ich auch erleichtert und zufrieden. Wieder einmal alles gut gegangen beim Spiel mit dem Feuer.